Morgenroutine für einen gesunden Rücken. Was hat es mit dieser Schüttelbewegung auf sich? Was führt dazu, dass so viele Menschen das mittlerweile morgens oder auch tagsüber, wenn sie Beschwerden haben, einfach mal nachmachen? Und was ist besonders bedeutend dabei zu machen? Als allererstes, im Handgelenk ist die gesamte Wirbelsäule des Körpers repräsentiert. Das heißt, ähnlich wie am Ohr es eine Karte gibt, wo du hier im Bereich des Ohres die Halswirbelsäule und hier die Lendenwirbelsäule repräsentiert hast, ist dasselbe auch im Bereich des Handgelenks in einer ähnlichen Art und Weise vorhanden. Das heißt, die einzelnen Handgelenksknochen und deren Oberfläche haben einen jeweiligen Bezug zu bestimmten Teilen der Wirbelsäule, zu bestimmten Wirbelkörpern bzw. zu den seitlichen Facettengelenken etc. etc. Das ist eine kompliziertere Zone als das Ohr, aber mit dieser einfachen Bewegung, dieser einfachen Schüttelbewegung, können wir die gesamte Wirbelsäule lockern. Das heißt, die einfachste Technik ist, morgens vor dem Aufstehen noch im Bett eine solche Bewegung zu machen oder die Handgelenke einfach durchzubewegen in dieser Art und Weise, falls das hier Beschwerden macht. Also du kannst das im Liegen machen, du kannst das im Sitzen machen, du kannst das machen, während du aufstehst und rumläufst. Und je mehr du die Handgelenke beweglich bekommst, desto mehr ist das auch im Bereich deines Rückens der Fall. Zusätzlich kannst du auch die Fußgelenke in ähnlicher Art und Weise bewegen oder auch die Füße schütteln, im Stehen zum Beispiel oder auch im Sitzen, bevor du aufstehst. Denn auch das lindert Beschwerden im unteren Rücken, zum Beispiel bei Menschen, die beim Aufstehen dort Schmerzen haben. Okay, was gibt es sonst noch für interessante Hacks in Bezug auf den Rücken und in Bezug auf Nacken, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule etc.? All diese Techniken inklusive, was du noch machen kannst in Bezug auf Ernährung, Mindset, Schlafqualität bzw. die Art, wie du schläfst und welche Möglichkeiten du hast, über das Fasziensystem zu behandeln, auch unter Verwendung von Schröpfköpfen. All das findest du in meinem Online-Kurs Rückenschmerzen AD. Lade dich herzlich dazu ein, dich darüber zu informieren. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns ein Like, trag deine Fragen da unten ein, kommentier das Video, abonniere den Kanal und mach die Glocke an, damit du keines der neuen Videos verpasst. Herzliche Grüße, dein Achim.